Hey Leute, davon abgesehen, dass ich den Böhmermann sowieso nie leiden kann, ich finde, das geht ja nun doch ein bisschen zu weit von dem. Er geht nun doch in Berufung in seinem Krieg gegen den Meißner Imker. Der Imker Rico Heinzig sagte gegenüber der FAZ: Das Gericht hat mir in erster Instanz auf ganzer Linie Recht gegeben. Ich hätte es gern dabei belassen und wäre wieder meiner Arbeit nachgegangen. Jetzt beginnt das Ganze von vorn, obwohl bei mir die Bienensaison unmittelbar bevorsteht. Da hat man weder Zeit noch Geld für andere Dinge übrig. Vermutlich hat Herr Böhmermann wesentlich größere zeitliche und wirtschaftliche Ressourcen. Bereits für die Abmahnung und die erste Instanz sind mir erhebliche Anwaltskosten entstanden, die ich vorfinanzieren musste. Daher war ich über den Ausgang der Verhandlung sehr erleichtert und hoffte, meine Auslagen durch Herrn Böhmermann zügig erstattet zu bekommen. Mit der Berufung verdoppeln sich meine Auslagen und eine Kostenerstattung rückt in weite Ferne. Was war gewesen? In Böhmermanns Sendung ZDF Magazin Royal wurde Heinzig ohne vorherige Rückfrage in einem Bericht über Firmen genannt und gezeigt worden. Die B-Washing als eine Form des Greenwashings betreiben würden. Ein Wortspiel aus Greenwashing und dem englischen Wort für Bienen. Als satirische Reaktion brachte der Unternehmer einen B-Washing Honig heraus und warb dafür in einem Dresdner Supermarkt mit Namen, Bild und Zitaten aus der Sendung. Eine Unterlassungserklärung der Gegenseite hatte Heinzig verweigert und Böhmermann hatte daraufhin geklagt. In erster Instanz gewann Heinzig den Prozess und durfte mit dem Bild von Böhmermann weiterwerben. Aber statt einzusehen, dass er verloren hat, ging Böhmermann nun in die zweite Instanz. Um den Imker bei dem Prozess zu unterstützen, wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Mittlerweile sind schon über 10.000 Euro eingegangen. Sollte Heinzig gewinnen, ist geplant, das Geld an ein Umwelt- bzw. Naturprojekt zu spenden. Ja, hier der Link für Spenden. Ich schreibe ihn auch unten nochmal in die Videobeschreibung. Wer mein letztes Video gesehen hat, wird den Anzeigehauptmeister ja schon kennen. Jetzt hat jeder, der das Spiel GTA spielt, auch die Chance, Falschparker zu melden. Das Ganze wird im populären Grand Theft Auto 5 als Rollenspiel nachgeahmt. Es gibt riesen Communities, wo jeder Mensch eine beliebige Rolle einnehmen kann und diese dann in dem Spiel ausleben kann. Es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis auch der Anzeigehauptmeister hier gelandet ist. Es gibt ja eine Figur, die dem Niklas ziemlich ähnlich sieht und auch das Fahrrad mit dem Polizeischild darf natürlich nicht fehlen. Also dann viel Spaß beim Spielen. Ciao.